Und wir kommen damit jetzt zum Wetter und blicken auf die Wettercam. Hier sehen wir viel Moos. In diesem Morgen kommen die Sonnenstrahlen schon etwas durch und auch im Laufe des Tages wird es immer sonniger. Auch in Serfau sehen wir bereits einen wunderschönen sonnigen Morgen. Regenschauer sind hier heute eher ausgeschlossen, aber dennoch möglich. Bevor wir aber zum Österreich-Wetter kommen, schauen wir uns die Großwetterlage an. Während Hochwilfried über dem nördlichen Atlantik stärker wird, sorgt ein tiefer Luftdruck von Portugal über Frankreich bis in den Alpenraum für unwetterartige Regengüsse und auch Gewitter. Teilweise greifen die Gewitter dabei auch auf das zentrale Mitteleuropa über und erreichen damit auch Österreich. Ein Tief über Nordwestrussland sorgt im nördlichen Skandinavien für kühlere Luft. Was bedeutet das Ganze für Österreich? Heute ist es oft sonnig, allerdings gibt es auch am Nachmittag immer wieder Schauer und Gewitter und die können zum Teil sehr heftig ausfallen. Die Höchstwerte, die bleiben trotzdem warm mit 24 bis 31 Grad. Wir sehen jetzt hier auch die Temperaturen am wärmsten wieder im Osten bei Wien. Die nächsten 24 Stunden im Westen, es bleibt also sonnig, die Höchsttemperaturen erreichen 27 Grad. In der Nacht kommt es dann aber schon zu ersten Regenschauern bei 19 Grad. Die nächsten Tage wird es dann auch im Westen eher wechselhaft. Im Osten bleibt es heute sonnig, am Nachmittag sogar strahlender Sonnenschein mit bis zu 26 Grad. Und auch in der Nacht bleibt es noch klar, die niedrigsten Temperaturen 18 Grad. Die nächsten Tage im Westen werden absolut abwechslungsreich. Die Sonne wird dann immer wieder abgelöst von starken Regenschauern. Spätestens am Mittwoch werden die richtig heftig und dann am Wochenende sehen wir schon ein großes Tief, 21 Grad die Höchsttemperaturen. Im Osten etwas besser, aber dennoch auch sehr verregnet bereits morgen. Und dann am Mittwoch eine kurze Regenpause und dann geht es richtig leider sehr verregnet weiter. Wir sehen es ja auch am Wochenende, auch beispielsweise in Wien und in Niederösterreich wird es dann richtig heftig.